Netzpolitik ist Ausdruck dafür, dass die Digitalisierung jetzt seit fast 20 Jahren alle Gesellschaftsbereiche und die Wirtschaft durchdringt. Von daher ist das natürlich überhaupt kein technisches Thema, sondern eine Entwicklung vergleichbar mit der Industrialisierung, wie wir sie jetzt schon über 150 Jahre zurückliegend gesehen und erlebt haben. Also eine Herausforderung für alle in unserer Gesellschaft, für die Jungen, die damit aufwachsen, aber auch für die Älteren, die da auch den Nutzen von haben sollen. Und deshalb bin ich der Überzeugung, wir müssen die Chancen zuallererst durch diese technische Entwicklung sehen, aber natürlich auch immer mit im Blick haben, was heißt das für die liberalen so entscheidenden Freiheitswerte, für die Privatsphäre, für den Schutz auch der persönlichen Daten, sprich für die Selbstbestimmung eines jeden Menschen. Was sollen Ihrer Meinung nach ganz konkret liberalen Leitlinien von Netzpolitik sein? Leitlinien für eine liberale Netzpolitik müssen sein, die Chancen dieser Entwicklung zu sehen und sie auch zu gestalten, die Selbstbestimmung eines jeden Einzelnen, aber auch das Agieren von Unternehmen, von kleinen mittelständischen Unternehmen in den Mittelpunkt zu stellen und dann in den Blick zu nehmen, wo liegen Gefahren und Risiken für gerade diese Selbstbestimmung des Einzelnen. Denn Selbstbestimmung heißt, sein Verhalten steuern zu können, teilhaben zu können, ohne dass es zu einer nicht mehr kontrollierbaren Überwachung kommt. Und deshalb ist das ein Freiheitsthema, wie es eines eigentlich in den letzten Jahren nicht mehr gegeben hat. Und da können gerade die Liberalen mit ihrem Verständnis von Freiheit und Verantwortung und der Entwicklungsfähigkeit eines jeden Menschen klare Akzente setzen. Das tut keine andere Partei. Sie sind ja auch in den Google-Löschbeirat berufen worden. Uns interessiert die Frage, was ist denn der Google-Löschbeirat eigentlich und wie funktioniert er konkret? Ich bin Mitglied im Beirat von Google, um eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes zum sogenannten Recht auf Vergessenwerden umzusetzen. Da geht es um eine grundlegende Weichenstellung für Privatsphärenschutz, denn der Einzelne bekommt einen Anspruch gegen eine Suchmaschine, dass ein Link zu Artikeln, wo er genannt wird, wo über ihn berichtet wird, gelöscht werden muss. Von daher ist das ein ganz wichtiger neuer Akzent, auch zur Stärkung der Privatsphäre. Und in diesem Beirat, der sich neben mir mit 7 anderen Experten noch zusammen berät, aus 7 anderen Staaten, wollen wir Empfehlungen für Google erarbeiten, um diese Entscheidung umzusetzen. Denn es geht um Privatsphärenschutz auf der einen Seite, aber genauso auch um die Wahrung der Informations- und Meinungsfreiheit auf der anderen Seite und hier die richtige Balance auf der Grundlage dieser Entscheidung zu finden. Das ist die Herausforderung und dafür arbeiten wir. Und wie sollten Liberale Ihrer Meinung nach mit dem Recht auf Vergessenwerden umgehen? Wo positionieren Sie sich denn so im Spannungsfeld zwischen Meinungs- und Informationsfreiheit und dem Recht auf dem Schutz auf persönlicher Daten? Für mich ist ganz klar, dass Schutz von persönlichen Daten und eben die damit verbundene Selbstbestimmung klarer Kernpunkt auch bei der Gestaltung der digitalisierten Welt und Gesellschaft sein muss. Und dass Dinge auch mal vergessen werden können. Das, glaube ich, gehört mit dazu. Wir wollen ja auch immer, dass junge Menschen eine zweite, dritte Chance bekommen. Auch Menschen, die vielleicht mal eine Pleite hinlegen, müssen immer wieder neue Chancen bekommen und sollen nicht nur mit Negativinformationen weltweit durch Suchmaschinen immer wieder auffindbar in Verbindung gebracht werden können. Klare Positionierung von meiner Seite ist, dass wenn es sich um Privatpersonen handelt, nicht um Menschen des öffentlichen Lebens, dann muss, gerade wenn eine Information älter wird, es auch dieses Recht auf Vergessenwerden geben und durchgesetzt werden. Aber es kann auch nicht sein, dass Politiker und Vorstandsvorsitzende und bekannte Persönlichkeiten sich ihre eigene Biografie damit zimmern und das gerne rausnehmen aus ihrer Biografie mit Links, was ihnen nicht so richtig gefällt. Wenn man im öffentlichen Leben steht, dann muss man dazu stehen und da ist dann es sehr eingeschränkt, dieses Recht auf Vergessenwerden durchzusetzen. Sie sind ja nun auch Mitglied des Vorstandes der Friedrich-Naumann-Stiftung. Die Frage ist, wie wird sich denn die Stiftung 2015 gerade beim Thema digitale Bürgerrechte engagieren?
Die Stiftung wird ganz klar Position beziehen zur Bedeutung dieser Bürgerrechte und dieser Grundrechte im 21. Jahrhundert. Verbunden mit den Chancen, die die wirtschaftliche Entwicklung auch mit der Digitalisierung zeigt, werden wir hier klar machen, Privatsphäre ist nichts von gestern. Die sogenannte Post-Privacy-Entwicklung, also Privatsphäre lassen wir mal schön hinter uns, ist für uns keine Position im 21. Jahrhundert. Aber wir werden auch deutlich machen, was das ganz konkret heißt, was das für Netzneutralität heißt, was das für Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt heißt. Und hier werden wir klare Positionen und klare Empfehlungen formulieren als Stiftung. Wir wollen hier ein Motor mit der gesellschaftlichen Debatte sein und auch wieder in die Vorderhand kommen, denn von der Bundesregierung, von anderen Parteien, von der Großen Koalition kommt da eher wenig Spannendes, eigentlich mehr Dürftiges und da will man eigentlich immer mehr nur die Sicherheit in den Vordergrund stellen und wir Liberale sagen, die Freiheit ist ein großes, wichtiges Gut und deshalb muss Sicherheit immer mit Blick auf Freiheit gesehen werden.